Laulo, ja, schön, dass ich euch sehe. Ehre sei Gott vor allem in der Höhe. Ich soll euch alle herzlich grüßen und im Namen des Bischofs den Abend versüße. So langsam ist jetzt jedem klar, es ist nichts mehr so, wie es mal war. Wir hätten letztes Jahr an Fasernacht wohl allen Ernstes dran gedacht. Die Pandemie, man merkt's eiskalt, macht vor unserer Kirche auch nicht Halt. Wobei die Kreise weit und breit schon ganz besondere Brüden bleibt. Zum Zöllner Zebedäus ist unser Herr vor langem, genau wie einst zur Maria Magdalena gegangen. Es gibt Weine, die mit den Jahren besser werden, aber auch Jahre, die nur mit Wein ertragen werden. Denn wie seit 2 Jahren war es noch nie, man erlebt's, es ist eine Posse. Der Dom und der Eroszente hat er aus demselben Grund geschlossen. Seit über 1000 Jahren, so soll's sein, steht unser Dom in Mainz am Roy. Tausende Mainzer, man kann's erahnen, ob Bischöfe, Laien, ob Domdekane und Obermessdiener in seinen Mauern taten die Jahrhunderte überdauern. Doch ich will nicht der sein, der dann zum Schluss als letzter es Licht ausmacht und so schließen muss. Doch wenn ihr auf die aktuelle Entwicklung seht, muss mir glatt sagen, die Gefahr besteht. Wie heißt es in der Heiligen Schrift doch gleich? Lasst die Kindlein kommen, ihre ist das Himmelreich. Keiner der Apostel hätte dran gedacht, dass ein Priester Kleinen das zur Hölle macht. Güten und Nächstenliebe scheinheilig hauche, um sie in Ruhe in der Sakristei zu missbrauchen. Sogar unser alter Papst Benedikt hat sich im Lügennetz verstrickt. Das zu sagen, sind für mich keine Probleme. Auch Kardinal Wölgi, der soll sich was schämen. Und alle, die das Wort des Herrn ehrlich meinen, sind aus Verzweiflung bald am Weine und können das nicht mehr verstehen, müsse für die Lumpe nach Canossa gehen und jedem, der an der Aufklärung schafft, wie unserem Bischof Kohlgraf, dem wünsche ich Kraft, kehrt nun endlich mit eisernem Besen aus. Wer so Jesus beleidigt, der fliegt raus, erneuert die Kirche, ehrt so seinen Namen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Zur Bundestagswahl ein einziger Satz: Ist mir zu lasch und lacht am falschen Platz, laufen einem scharenweis die Wähler weg, hat man auch noch Dobrindt und Scheuer im Sturmgepäck. Auch die große Politik bekam zur Corona-Zeit einen Knick. Denn gerade Afghanistan, ach Gott, oh Graus, das haute Rauchfässer die Boden aus. Was eine Blamage ist das so dann. Wie sagte einst Max Liebermann, als die Demokratie in Deutschland war am End, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kurze kennt. Die angeblich besten Armeen der Welt werden von Barfußkämpfer an die Wand gestellt. Nach 20 Jahren merkt jeder Tor, wir sind so weit wie gerade zuvor. Verlasst das Land in Todesangstprobleme, ihr sollt euch in Grund und Boden schämen. Und all die Soldaten, es ist nicht zum Fassen, die fürs Vaterland ihr Leben gelassen. Nun fragen Eltern und Kinder und Ehepartner stumm: Mein Mann ist tot. Grausam. Warum? Die Talibans lachen sich schepp. Das ist nicht gesund. Die Sprenggläubige mit Detonationshintergrund. Jetzt gibt's Helme für die Ukraine. Das ist bekannt. Alles schaut feige weg und steckt den Kopf in den Sand. Doch wer den Kopf in den Sand steckt, muss eines verstehen. Der Arsch bleibt immer noch deutlich zu sehen. Wir haben wirklich Probleme. Es ist nicht zu ändern. Die Grüne, die wollen's. Wir sollen jetzt gendern. Ach, Annalena Baerbock, lass den Mist bleiben. Du bist ja noch so doll, verabschreibe. Dann schreibt man Innenarchitekt, Stern innen. Ihr seid ja alle noch von Sinnen. Dann schreibt man die Zukunft alles klein. Soll das unser neues Deutschland sein? Wie mag den Satz man deuten mögen? Die Baerbockin hilft den armen Vögeln. Es gibt ein Sprichwort, das Wahrheit enthält. Über vieles lacht die Sonne, über Deutschland die Welt. Alles hat Tränen in der Augen, wir sind verkohlt. Und wenn die Chinesen und uns rechts überholt, wir kennen fast nichts mehr, das ist zum Erbauen. Wir kennen keine Fluchhäufe und keine Brücke mehr bauen. Alles geht schief, nichts ist mehr recht. Aber Hauptsache, AB
für das dritte Geschlecht. Drum, ihr Phantaste, tue ich euch rate. Nehmt jeder Bargeld, Schippe und Spade, fahrt ins Ahrtal, das wird Zeit. Spuckt in die Händ und helft dort Leid, räumt dort die Trümmer bei Tag und bei Nacht. Dann habt ihr endlich was Vernünftiges gemacht. Corona, das Stichwort, das immer noch sticht. Doch langsam ist Ende in Sicht. Das Impfstoffdrama konnten wir sich schenken. Ich muss immer an Mike Krüger denken. Sie müssen erst den Söder durch den Laschet ziehen und mit der alten Merkel ganz nach oben drehen. Dann erscheint ein heißer Spahn, da drücken wir dann drauf. Und schon nimmt das Chaos seinen Lauf. Jetzt haben wir genug Stöffsche oder Gedäns. Und der Hammer ist, es kommt aus Mainz. Bald gibt es was Neues, also dann. Impfstoff, den er mit Void trinken kann. Tu die Mutti auch schön schimpfe. Ich muss mich 8-mal täglich impfen. Doch Spaß beiseite, wie es allermeiste, tat auch ich, wie alle, einen Beitrag leiste. Denn impfen lasse, vergesst es nicht, ist heute erste Bürgerpflicht. Ja, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, auch ohne Querdenker wäre es nicht schwer. Wenn Corona-Leugner auch nicht wären, dann wird es den Alltag weniger erschweren. Schreie, dass Impfen kein Gewinn ist. Und mehr weiß ja gar nicht, was im Impfstoff eigentlich drin ist. Doch Fleischwurst, Saumare, stoppen sie neu, ganz ohne Frage, weil's schmeckt und trendy und in ist. Doch weiß erst recht keiner, was eigentlich drin ist. Doch vor allem, liebe Leid, stört mich die Doppelzüngigkeit, wenn so notgeile alte Spitze Dolle nach Thailand in Liebesurlaub wolle. Dann 96 Spritze am Tag, kurz und knapp. Hauptsache es Philippsche steht und fällt später nicht ab. Wenn ich all die Schwachmados sehe, langsam ist es egal, es lebe 2G. Montagsspaziergänge in wilden Haufen, da trifft's auf den Punkt, das ist dumm gelaufen. Bleibt daheim und deckt euch zu, dann hat die arme Seele Ruhe. Mainz ist nicht nur die Stadt der Fasenacht. Ein Haus kündet hier mit Macht, seit über 1000 Jahren ihr Leid von Gottes großer Herrlichkeit. Der Martinsdom, er ist es eben. Jeder Mainzer in seinem Leben, wo es umtreibt ihn auf dieser Welt, sein Dom ganz fest im Herz bezählt. Auf den gebe ich Acht, wie es all der braucht. Und auf mein Bischof Kohlgraf auch. Und ehe der Tag zu Ende geht, sprech ich im Dom mein Nachtgebet. O lieber Gott, als du mich schufst, dachtest du bestimmt, ich weiß nicht, ob was geht, aber lustig wär's bestimmt. O lieber Heiland, es ist doch schad, beende endlich das Zölibat. Sogar Kardinal Marx, sagt's jetzt, ist jetzt zum Flinne, hätte unser Pfarrer Alpapa werden können. Ja, Brüder und Schwestern, ich sage euch eins, weil Schönheit kommt nicht von innen, sie kommt aus Mainz. Humor ist Mainzer Lebensart, mit Herz und Tolerant gepaart. Heiliger Stuhl und Schummstadt, hier wird es eins. Das ist der Zauber vom goldenen Mainz. Denkt immer an Karl Zuckmayer, mehr Rolle unser Dutt. Hier ist die Völkermühle Europas, das kriegt keiner kaputt. Von nun an heut und immer da, lang lebt der Bischof, Halleluja.